Lichtenstern am Ritten, das Haus der Familie. Waltraud Deeg, Landesrätin unter anderem auch für Familie, konnte wohl keinen geeigneteren Ort für ihre Halbzeitpressekonferenz finden. Es wurde aber nicht nur über Familie gesprochen. Die öffentliche Verwaltung und das Informatikwesen sind die anderen Kompetenzbereiche der Landesrätin, bei denen in den letzten 2 Jahren viel passiert ist. Über 1100 Kilometer Glasfaserleitungen sind verlegt worden, 22 Ämter, Abteilungen und Gesellschaften sind neu organisiert oder zusammengelegt worden und 219 Millionen Euro stehen den Familien in Südtirol zur Verfügung. Im Bereich der Familie werden wir einen Schwerpunkt setzen auf qualitativen und quantitativen Ausbau der Dienste, vor allem der Kinderbetreuungsdienste für die Kleinen, weil das natürlich ein ganz wichtiger Bereich ist, dieses Alter 0 bis 3 Jahre. Ein wichtiger Punkt dann, die finanzielle Unterstützung für Familien zu verbessern, den Familienpass einzuführen. Und als großes Thema dann auch natürlich der Übergang des regionalen Familiengeldes aufs Land mit 01.01.2018. Das wird eine große Herausforderung und ich freue mich drauf. Funktionierende Organisation, einfache Prozesse, zielgerechte und effiziente Verwendung der Mittel, gelebte Verantwortung und eine aktive Verwaltungskultur. Dies sind die Ziele der Verwaltungsinnovation bis 2018. Dabei darf man nicht vergessen, dass 79,1% der Südtiroler mit den öffentlichen Dienstleistungen zufrieden sind. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind wir mittendrin in einem Reformprozess. Wir hatten das Personalgesetz, das Gesetz für die Verfahrensvereinfachung und jetzt steht als ganz großes Thema der Bereich der Digitalisierung an. Der Aufbau neuer Online-Dienste für die Bürgerinnen und Bürger, das Bürgerkonto als wichtige Schwerpunktthemen und natürlich Breitband, die Vernetzung in diesem Bereich, das sind die Schwerpunktbereiche in den nächsten Jahren. Was das schnelle Internet betrifft, so sind bis heute 85 Glasfaserknotenpunkte, sogenannte POPs, auf- und ausgerüstet worden. 124 Telekomzentralen sind mit dem Landeshauptnetz verbunden. Die RAS hat 9 Sendestandorte errichtet und 188 öffentliche Einrichtungen sind verkabelt worden.